In diesem Video geht es um den Aufbau und die Funktionsweise eines Chebyshev-Filters, in diesem Beispiel als Hochpass, und wie so eine Schaltung aussieht und wie man sie in PSpice simulieren kann. Das schauen wir uns direkt einmal an. Wir sehen hier die Schaltung bereits aufgebaut. Wir haben hier entsprechend zwei Filter nacheinander geschaltet. Das heißt, wir haben hier einen Hochpass, einen Chebyshev-Hochpass zweiter Ordnung und dazu noch einen zweiten Filter zweiter Ordnung und hier zum Schluss noch einen Impedanzwandler, der aber für die Funktionsweise des Chebyshev-Filters so keine Auswirkung hat. Das heißt, interessant ist der Bereich hier in der Mitte bzw. zu Beginn der Schaltung. Die Wahl fällt dann auf einen Chebyshev-Filter, wenn man im Bereich der Grenzfrequenz einen starken Anstieg bzw. einen starken Abfall erreichen möchte, die konstante Verstärkung aber in dem Fall nicht ganz so wichtig ist. Was ich damit meine, schauen wir uns direkt einmal am Ergebnis dieses Chebyshev-Filters an. Ich simuliere dazu einmal die Schaltung. Und wir sehen hier im Ergebnis einen sehr steilen Filter, sehen aber auch, dass hier in diesem Bereich die Verstärkung nicht konstant ist, sondern mal höher ist, mal entsprechend niedriger ist. Das heißt, im Vergleich beispielsweise mit einem Bessel-Filter sehen wir starke Schwankungen in der Verstärkung. Schauen wir uns einmal die beiden Einzelteile des Filters entsprechend an. Das heißt, ich schaue mir mal dieses Ergebnis hier an dem ersten Ausgang und sehe hier, wie entsprechend das Signal hier gefiltert wird. Und dann nehme ich mal den Weg zum zweiten Teil entsprechend raus und leite mal dieses Signal gleichzeitig noch einmal getrennt auf den zweiten Ausgang, sodass wir jetzt hier beide Ausgänge sehen können. Simuliere einmal die Schaltung und sehe hier im Ergebnis die Filtereigenschaften der Einzelschaltungen. Das heißt, eine Schaltung sorgt dafür, dass ich hier einen sehr steilen Einstieg habe und habe hier aber einen starken Überschwinger. Entsprechend geht es entsprechend weit runter. Und der andere Teil der Schaltung sorgt entsprechend dafür, dass hier an dieser Stelle, wo die Verstärkung der anderen Schaltungen sehr gering war, entsprechend hier diese schwache Verstärkung entsprechend ausgeglichen wird. Zum Vergleich dazu noch einmal das Frequenzverhalten der gesamten Schaltung. Ich baue die Schaltung also noch einmal um und simuliere noch einmal und sehe hier im Ergebnis hier den starken Anstieg und dann entsprechend den ersten Überschwinger. Das heißt, hier ein Bereich einer hohen Verstärkung und ein zweiter Bereich der hohen Verstärkung, die wir zum Teil eben auch bei den Einzelschaltungen gesehen haben. Bei der Realisierung solcher Filter kommt es halt eben nicht nur darauf an, die Nennwerte der einzelnen Bauteile zu berücksichtigen, sondern auch die Toleranzen einzubeziehen. Und das kann man entsprechend mit der Monte Carlo Methode simulieren. Dort werden entsprechend die Bauteile innerhalb ihrer Toleranzen gestreut und dann mehrere Simulationen durchgeführt. Und ich führe mal eine Monte Carlo Simulation durch in diesem Beispiel. Und wenn wir das Ergebnis anschauen, dann sehen wir die unterschiedlichen Simulationen, die berechnet worden sind. Bestätige mit OK. Und dann sehe ich auch, dass je nachdem, wie die Bauelemente entsprechend streuen, das Frequenzverhalten des Chebyshev-Filters entsprechend unterschiedlich ausfallen kann.